Anforderung war natürlich, es soll ein bisschen viel mit Zauberei sein und für Kinder und schnell und bunt. Wir stehen hier in einem Teil des Bühnenbildes für den Wunschpunsch. Und das, wie man unschwer sehen kann, ist das Labor des Zauberers. Ja, was glaubst du, was das hier alles ist? Eine Giftküche ist das! Dein guter Maestro ist in Wirklichkeit einer der übelsten Zauberer, die es überhaupt gibt auf der Welt. Da die Aufgabe war, ein lustiges Wimmelbühnenbild zu unterstützen, haben wir uns gedacht, alle diese Reagenzgläser können in allen Farben leuchten. Wie zum Beispiel rot oder grün oder blau. Und alles zusammen ist das gleich weiß. Und weil es noch schicker ist, wenn es das auch alles separat kann, damit das jeden musikalischen Effekt mitmachen kann, haben wir uns gedacht, die steuern wir alle einzeln an. Und dann kann das so schöne Sachen machen, damit jeder auch immer was zu sehen hat. Die Zeit drängt, der Zeiger rennt, es tickt die Uhr. Was ist los mit dem Kater los? Miau, was will der schräge Vogel hier? Die Tante stresst, was will sie nur? Ich werd verrückt, dass ich nicht weiß, dass der nicht rafft. Was ich hier will, sieht jedes Tier. Die LED-Lichter, die sind in das Brett eingelassen, sodass man sie nicht sieht. Und auf diesen LED-Lichtern, auf dem eingelassenen LED-Licht, steht das Röhrchen drauf. Also im Regal haben wir die Lämpchen dafür verbaut. Und sobald dieses Reagenzglas, in dem so ein tolles Fluid drin ist, da drin steckt, fängt es an zu leuchten. Durchsichtiges Kerzenwachs haben wir da reingefüllt. Dann gibt es so einen Effekt, wie wenn eine Flüssigkeit mit Bläschen da drin ist. Das sollten erst alles eigentlich echte Reagenzgläser sein, in denen Flüssigkeiten sind, die leuchten. Das Problem ist, dass eine Flüssigkeit mit der Zeit anfängt zu schimmeln. Meistens wird es mit Lebensmittelfarbe gefärbt oder mit einer anderen Farbe und dass die dann ausflocken. Und da war diese Lösung mit diesem Kerzenwachs natürlich sehr gut. Die sehen jetzt noch aus wie an dem ersten Tag, wo wir sie gemacht haben. Und es gibt auch noch eine Szene, da können die sich sogar noch bewegen. Oh, ja, genau so. Das Regalbrett hat von hinten eine Schraube, die geht nach hinten raus, da ist ein Griff dran und man kann das dann einfach von rechts nach links bewegen. So. Und dann steht da einer hinter der Wand, der hat dann zwei, weil das sind zwei so Bretter, die bewegen sich. Genau, und der hat dann diese Griffe und kann die dann bewegen zur Musik. Dann folgt darauf. Na, was folgt darauf? Lauf damit, nun sag es schon. Noch eine Strophe. Das war ein Wunsch von der Bühnenbildnerin. Das sollte ein Moment sein, wo die Darsteller tanzen und alles sich bewegt in diesem Raum. Es hängen Tierköpfe an der Wand und alles sollte zur Musik sich bewegen und tanzen. Und da war ihre Idee, dass dieses Reagenzglas, egal was im Hintergrund an der hinteren Wand hängt, dass sich das mitbewegt zum Takt, dass die Reagenzgläser praktisch tanzen. Wir haben ein paar Tricks haben wir in petto, so mit dem Feuer aus der Hand oder dass man so Konfettis oder Raketen oder kleine Raketen da verbaut. Aber da waren wir jetzt ein bisschen ausgebremst, irgendwie, nachdem ich dann das Bühnenbild gesehen habe. Komplett aus Holz, lauter Dielenbretter, wo dann quasi bei uns ziemlich gefährlich ist, weil da die Funken runterfallen können. Dann war es nach seitlich begrenzt und nach oben begrenzt. Also da konnten wir gar nicht groß in die Höhe arbeiten. Ich weiß noch, es war eine Woche lang, wo es hier wieder ganz gut irgendwie so gerochen hat nach verbrannten Sachen. Also das ist, weil man das halt alles ausprobieren muss. Wir haben dann angefangen mit kleinen Sprüher, so Sprühfontänen. Mussten da davon aber wieder abgehen, weil die zu arg rausgesprüht haben. Dann haben wir geschaut, dass wir das selber machen mit Pyropapier und der Pyrowatte. Wenn man die rollt und umknickt und ein bisschen Traumsternpulver reinmischt und die von unten zündet, dann schießen die hoch. Die schießen hoch und geben eine kleine Explosion. Nachdem wir das dann im Groben alles so gemacht haben, dass wir dann damit zufrieden waren, dass der Bühnenmeister zufrieden war und dass die Feuerwehr zufrieden war und dass der technische Leiter zufrieden war, ging es dann auf die Bühne damit und hat man dann mit den Schauspielern proben müssen, weil, wie gesagt, es ist halt ein ziemliches Durcheinander und die Blitze und die ganze komische Sache, was wir da drin haben, das ist halt verteilt über das ganze Stück. Ich bitte dich,
Damchen, doch nicht unter uns, nicht? Ein größerer Effekt, was wir bei Wunschpunsch drin haben, ist, dass nachher, wenn der Irrwitzer und die Tirania ihre ganzen Zutaten in den Topf werfen und dann ihre Sprüche dazu machen, geht der Topf in Flammen auf. Das ist mit Pyrowatte, also das ist das Heftigste irgendwie in der Vorstellung, was drin ist. Ich kann es euch hier mal zeigen. Das ist jetzt ein bisschen Pyrowatte, da ist nur ein kleines bisschen drin. Ich mache das einmal ganz kurz her. Ach. Wenn ihr jetzt gesehen habt, wie wenig das war von der Pyrowatte, an dem Topf nachher ist so eine Wurst drin, so groß. Da könnt ihr euch selber dann ausrechnen, wie groß der kurzzeitige Hitzeeffekt und der Effekt ist. Bei allen Effekten, die was wir auf die Bühne bringen, müssen wir davon ausgehen, dass wir die natürlich auch während dem Stück betreuen. Das geht also nicht, dass wir irgendwie hier was erfinden, geben es auf der Bühne, freuen uns, wenn es klappt und ziehen uns dann zurück, sondern der ganze Effekt ist mit uns verhaftet, solange wie das Stück läuft. Wir zünden das alles über Funk. Und dann sitzt der Kollege halt mit seinem Funkpult drin und weiß ganz genau, jetzt kommt der Effekt. Und da muss der Schauspieler aber 2 Meter dastehen oder der Schauspieler muss 1 Meter dastehen. Wenn der Schauspieler ein bisschen zu weit drin steht, dann macht er den Effekt nicht. Was haben wir uns für Gedanken gemacht, Achim, dass Janik das selbstständig bedienen kann? Jetzt war es doch so einfach. Mit ein bisschen Druckluft.